Meine ehrende Aufgabe ist eine Laudatio für den gegenwärtigen und diesjährigen Hayek-Medaillenträger Professor Roland Faubel hier vorzutragen. Professor Roland Faubel ist nämlich eine Persönlichkeit, die keinem Mainstream der wissenschaftlichen Analytik unterliegt. Ein solcher Status des Wissenschaftlers schafft immer Freund und Feind. Aber die Freunde wissen um die unbestechliche Analytik Roland Faubels, die mit seiner bedingungslos, so will ich es mal sagen, geistigen Unabhängigkeit korreliert. Der Wissenschaftler Faubel ist für mich die Inkarnation der von Friedrich August von Hayek als Fundamentalaxiom definierten individuellen Freiheit des Menschen. Politische Korrektheit bedient er, der Professor der politischen Ökonomie, ganz und gar nicht. Aber in dieser Welt, vor allem in der Welt, der praktischen Politikmacher, Policymaker, tummelt sich auch sein geistiger Feindeskreis, der Faubel in seiner kompromisslosen analytischen und hintergrundwissensbasierten Unbestechlichkeit mit Distanz und Widerspruch begegnet. Für die Freiheit der Wissenschaft, der politökonomischen zumal, ist Roland Faubel ein fundamentales Glück. Und für die Hayek-Gesellschaft natürlich erst recht. Professor Faubel studierte Rechtswissenschaften an der LMU München sowie Philosophy, Politics and Economics am St. Peter's College der Oxford University, wo er 1970 seinen Bachelor of Arts erwarb, dem 1972 an der Columbia University New York sein Master of Arts folgte. Von 1973 bis 1984 war er mit zweijähriger Unterbrechung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Dort begegnete ich ihm erstmalig. 1977, 4 Jahre nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems, der festen oder stufenflexiblen Wechselkurse, wurde er an der Universität Kiel von Herbert Giersch, dem damaligen Präsidenten des Instituts, mit einer währungstheoretischen Arbeit promoviert, die durchaus dem Hayek'schen Geist entsprach und in der Diskussion um die Konzipierung der späteren Europäischen Währungsunion eine theoretische Vorlage lieferte. Strategies for Currency Unification, the Economics of Currency Competition and the Case for a European Parallel Currency war das Thema. Faubel war einer der entscheidenden
Mitstreiter im Team von Professor Herbert Giersch, der aus Saarbrücken kommend und von Egon Sohmen beeinflussend den Switch vom Denken in Kategorien fester Wechselkurssysteme hin zu frei flexiblen Wechselkursen initiierte. Das Kieler Institut mit Giersch und Vogel waren die theoretischen Haupttreiber einer öffentlichen Diskussion in Deutschland, die aufgrund der Unterbewertung der D-Mark damals die berühmte Aufwertungsdebatte der 60er Jahre zum Leidwesen der deutschen Industrie und vor allem auch der deutschen Regierung auslöste. Karl Schiller und Helmut Schmidt entzweiten sich über diesen Themen. Der Erstere, weil er im Gegensatz zum Letzteren als Professor währungstheoretischem Sachverstand besaß, und zwar solchen, der auch Forbelscher Art war. Helmut Schmidt war ja dann später auch derjenige, der nicht loslassen könnte von festen Wechselkursen und alle möglichen institutionellen Arrangements mit den Franzosen durchgeführt hat, die alle nicht funktioniert haben. Ja, das muss man wissen, weil auch heute die Diskussion um die Europäische Währungsunion ja nicht zu Ende ist, sondern ganz sicher noch wieder aufflammen wird. 1980. Applaus 1980 habilitierte sich Vogel mit der Schrift International Coordination versus Competition of National Stabilization Policies. Auch dies ist, meine Damen und Herren, eine Arbeit, die für den Prozess der europäischen Integration eine frühe theoretische Grundlage geliefert hat. Vogels akademischer Werdegang setzte sich als Professor an der Erasmus-Universität Rotterdam und danach als Gastprofessor an der University of Chicago fort. 1984 folgte er einem Ruf an die Universität Mannheim auf eine Professur für Volkswirtschaftslehre und politische Ökonomie, an der er bis seiner Emeritierung im Jahr 2016 lehrte und forschte. Vogel war und ist Mitglied vieler angesehener Organisationen, darunter des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, des Akademischen Beirats des Liberalen Instituts in Zürich, des Board of Directors der Montpellier Society für zwei Perioden, der European Constitutional Group sowie der Educational Boards mehrerer nationaler und internationaler Zeitschriften. Roland Vogels Oeuvre ist umfangreich. Es ist inhaltlich eine sehr tiefe Fundgrube für innovative Forscher der Währungstheorie und Politik, die auch hinter die politökonomischen Kulissen schauen, besonders in Bezug auf die Dimensionen des von ihm tiefgründig kritisch gesehenen institutionellen Managements, den sogenannten euro-rettungspolitischen Institutionen, deren Komponenten nichts anderes sind als kostspielige, institutionelle und umverteilende Hilfskonstruktionen zur politischen Stützung eines ökonomisch durch und durch instabilen Konstrukts des vordringlich politisch begründeten europäischen Währungsarrangements. Applaus
Schon bevor der Euro eingeführt wurde, publizierte Faubel 1978 eine wegweisende Arbeit über Real Exchange Rate Changes in the European Community als einem neuen vom Konzept Robert Mundells abweichendem Ansatz für einen optimalen Währungsraum in Europa darstellte. Im sehr renommierten Economic Journal schrieb er dann 1990 den Artikel Currency Competition and European Integration, der im monetär gebildeten Wissenschaftskreisen, insbesondere hayekischen Verständnisses, ein beachtliches Echo fand. Roland Faubel begleitet den gegenwärtigen Weg der europäischen Integration seit Jahren mit beißender Kritik, die er auf Basis der modernen Institutionenökonomie ohne Rücksicht auf politische Korrektheit sehr wohl begründet. Man lese sein Buch über dem, wie er es ausdrückt, Europaschauvinismus, repräsentiert durch den von ihm so definierten Hochmut der Institutionen. In diesem Sinne publiziert er auch in den bestgerankten nationalen und internationalen Journals. Er ist als Forscher international renommiert und breit vernetzt. Faubel beschäftigt sich mit der ökonomisch relevanten Historie, vom fruchtbaren Wettbewerb zwischen königlichen und fürstlichen Herrschaftsstrukturen um Künstler, Kulturen und Kapital im alten, hundertfach fragmentierten Deutschland und Europa. Wir haben ja heute Morgen schon etwas von Ihnen darüber gehört und Ihre Analyse dazu sehr klar und deutlich angenommen. Faubels Analyse nehme ich jetzt hier mal auf. Das ist ganz gewiss, wie Faubel das gemacht hat, heute in der Diskussion um Zentralisierung versus Subsidiarität in der EU von Aktualität kaum zu überbieten. Denn Subsidiarität im Gegensatz zu Zentralisierung schafft institutionellen Wettbewerb in der EU, den Europa wettbewerbsfähig und also fit hält. Es ist nicht die Zentralisierung. Faubels Exkursionen in die Musiktheorie inklusive von in Kirchenmusikkreisen zwar ungewohnten, aber Faubel ökonomisch durchaus anhörungsfähigen, wie ich oft höre, wie ich finde, höchst und sehr originellen musiktheoretischen Wettbewerbshypothesen, zum Beispiel in Bezug auf die historische Entwicklung des Stimmenwettbewerbs von der Einstimmigkeit zur Polyphonie und also auch zum Kontrapunkt als Opposition, als musikalisch-technische, theoretische Opposition zeichnen, als ihn wagenden, die Opposition, wagenden, kenntnisreichenden Wanderer zwischen kulturellen Welten, der Faubel ist. Erwähnen will ich auch Faubels Affinität zur Analytik und Historie von Staatsreligionen, die er 2017 dokumentiert hat. Wettbewerb zwischen Staatsreligionen. Der Wettbewerbsgedanke ist bei Faubel breit aufgestellt. Der analytische rote Faden ist hier wieder das grundsätzliche Plädoyer für Wettbewerb in Politik,
und Kultur als im Hayek'schen Sinne kreativen Entdeckungsmechanismus im Gegensatz zum wettbewerbstötenden Prozess der politischen und kulturellen egalisierenden Zentralisierung, die zur Verarmung führt. Europa wird verarmt, wenn es so weitergeht. Roland Faubel ist diesen Vergleich, lieber Herr Faubel, sei mir gestattet, er ist der deutsche Eric Jones, der als australischer Wirtschaftshistoriker schon vor Jahren in seinem berühmt gewordenen Buch The Miracle of Europe vor der zentralisierten Homogenisierung der politisch-kulturellen Vielfalt in Europa gewarnt hat. Ganz in diesem Analyseumfeld bewegt sich Faubel, wenn er speziell den zwischenstaatlichen politischen Wettbewerb in den Fokus nimmt, wie er dies in seinem neuesten Buch selbigen Titels in, wie ich finde, überzeugend origineller Weise als Theoriegeschichte betreibt. Genau wie der Wettbewerb zwischen Produzenten im Markt den Konsumenten nützt, so schreibt er, dient der Wettbewerb zwischen den Politikern und Parteien als Anbieter staatlicher Güter, Dienstleistungen und Regeln dem Wohl der Bürger. Faubel ist deshalb auch im Analogieschluss zum ökonomischen Wettbewerb ein engagierter Vertreter einer Institutions- oder institutionalisierten Wettbewerbsaufsicht für politischen Wettbewerb in der EU. Das mag eigentlich keiner hören. Ich meine nicht diesen Saal hier, aber ansonsten ist das sehr fremd für viele Ohren. Professor Faubel ist ein hoch angesehener Wissenschaftler mit höchster Originalität, der politische Korrektheit wunderbar abhold, mit theoretischer Tiefe und politökonomischer Schärfe. Die personelle Verkörperung der wissenschaftlichen Freiheit. Friedrich August von Hayek, lebte er noch, wäre stolz auf seinen diesjährigen Medaillenträger Roland Faubel. Vielen Dank. Also ich habe eigentlich nie nach Ehrungen gestrebt. Wenn ich das getan hätte, hätte ich mich anders verhalten müssen. Und umso mehr freut es mich, dass Sie und die Mitglieder des Vorstands mich für diese Ehrung würdig halten. Vielen Dank. Lieber Professor Faubel, die Tatsache, dass Sie heute Abend hier die Medaille überreicht bekommen, ehrt uns wahrscheinlich mindestens so sehr wie Sie. Und ich habe die große Freude, die Urkunde zu verlesen. Der Vorstand der Friedrich August von Hayek Gesellschaft verleiht Professor Dr. Roland Faubel aus Mannheim für seine Verdienste als liberaler politischer Ökonom, namentlich für seine Beiträge zur Währungspolitik, zum politischen Wettbewerb der Staaten, zu Fragen der europäischen Integration und zu einer liberalen Sozialpolitik, zudem für sein vielfaches politisches Engagement im Geiste eines modernen Liberalismus, die Friedrich August von Hayek Medaille 2019. Herzlichen Dank.